Und abgesehen von dem Ding hier, ist hier halt nicht mehr viel. Außer natürlich, es geht mit dem Ancient Teleporter weiter runter, was übelst krass krank wäre. Tja, mehr Möglichkeiten außer hier wieder raus, hier weiter rauszugehen, habe ich leider gerade nicht. Ich könnte halt noch. Die kann ich nicht wieder anzünden. Ich kann. Nein. Das nehme ich gern noch mit. Ups. Hallo? Ah, danke schön. Das hier sieht aus wie eine Gruft. Das hier sieht so aus, als ob es irgendwo weitergeht. Das sieht so aus, als ob es irgendwie wichtig wäre. Ich muss einen Balance Orb in der Hand halten. Was ist ein Balance Orb? Okay, markiere ich das mal. Balance Orb. Auch wenn ich nicht weiß, ob es was bringt. Ich lösche einfach mal alles. Ich weiß nicht mal, was das bringen soll. Also hierdurch kann ich vergessen, weil hier brauche ich einen Schlüssel für. Balance Orb. Der Gnome Stone ist es schon mal nicht. Du bist es auch nicht. Mystery Ore ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Okay. Das hier sieht halt ein bisschen komisch aus, aber ich sehe nichts, was ich drücken, ziehen oder sonst was könnte. Licht und Schatten tanzen zusammen. Keiner kann mit dem anderen, ohne dem anderen existieren. Spielerisch sind sie. Für immer aufeinander zukommen und voneinander weggehen. Flackernd und flirtend.
balancieren eine der anderen in Harmonie. Es kommt oft vor in dieser Zeit, dass das Licht sie verstecken will. Hinter dem Schatten, hinter dem Mantel des Schattens. Und Schatten wird sich um das Licht schleichen. Manchmal werden sie zusammenarbeiten. Und seltsame Tricks für die Augen erzeugen. Weil beide sehr verräterisch sein können. Oder was Deceiving nochmal heißt. So nicht. Kann ich die irgendwie wieder anzünden? Okay. Ist klar, dass ich da einfach reintappe. Ein Reptilienschädel, warum nicht? Hier ist nichts. Hier ist nur eine Leiche. Da ist auch nichts. Da ist ein Beasthorn. Und ich glaube, ich weiß, wo ich den Orb hier kriege. So, erstmal. Hat das schon mal nichts gebracht? Okay, damit mache ich nur das auf und zu. Aber ich mache nichts hier an dieser Stelle. Wenn ich dich ausmache, dich an. Geht da auch nur wieder das hier auf. Ha. Muss ja zugeben, es ist ein interessantes Rätsel. Da komme ich halt nicht rein. Und ja, ich bewege mich mal ein bisschen in der Dunkelheit. Vielleicht sehe ich ja noch was dadurch. Das hat das jetzt geschlossen. Das öffnet das.
Was passiert, wenn ich einen... Kann ich nicht. Achso, das war der falsche Zauber. Okay, hier kann nichts gelöscht werden. Hm. Ich sehe hier halt auch absolut nichts. Bin ich blind, oder? Hm. Gut, damit habe ich das ausgemacht. Tja, wenn ich hier drin keinen Goldschlüssel finde. Irgendwo. Oh, da ist was aufgegangen. Nein, da ist was zum Einschlagen. Aber ein Secret. Hm. Scroll of Force Field. Haben wir das nicht schon? Air Magic 44? Ballistic Spell. Nein. Kann ich auch noch nicht lernen, weil Air Magic noch ein paar Punkte fehlen. Ich könnte es aber lernen, indem ich ihm das Skillbook gebe. Weil hier die. Er braucht es auf jeden Fall nicht mehr, weil er ist bei Swords und Armor Film ziemlich ausgemaxt. Ja, könnte ich es geben, aber Assassination und Daggers. Ihm für Air Magic oder ihr für Fire Magic, weil sie hängt ihm ein bisschen hinterher eigentlich. Oder hat für Ice Magic. Wobei ein Punkt in Stuff Defense und den die restlichen vier in Ice Magic, das wäre wahrscheinlich am vernünftigsten. Wobei ich will mal kurz aus Neugier wissen, ich habe ja gerade gespeichert, was die beiden Schriftrollen machen. Blink Gate. Immediate to the beginning of the Etherlands. Okay. Der andere Spruch. Ah, ein Schutzfeld. Okay, dann laden wir mal das Quick Save.
Auf jeden Fall den Zauber lernen, wenn ich das nächste Level up mit ihm habe. Was bald kommen wird. Ein Stuff Defense und... Ich hätte ein paar Ice Magic Zauber, ja. Jetzt kann ich wenigstens Paralyse behandeln und meine Eiszauber sind ein bisschen stärker als vorher. Sie hängt halt wohl am weitesten nach. Er hat einen Haufen Bonus, weil er so viele Undeads getötet hat. Noch ein Secret. Scroll of Crystallization. Kenne ich bereits. Ah ja. Du kriegst das Luck Chunk. Was nichts macht. Du kannst das essen und du isst das. So. Hier könnte ich halt eine Empty Flask zu einer Wasserflasche machen.